auf? Ja. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Eine neue Demo. Oh, oh Gott, wie schön. Oh Gott, wie schön. Ich hab's noch nicht gespielt, ich weiß nicht, warte mal. Ja, geht auch nicht. Haha, geht auch nicht. Aha. Ich lasse das mal so. Ansonsten. Liebes Tagebuch. Es heißt, Freunde seien die Familie, die man sich aussucht. Nur bedeutet das leider im Umkehrschluss, die Familie ist die Familie, die man sich nicht aussucht. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich meinen Eintrag mit so etwas Offensichtlichem beginne, warte ab, bis du meinen Vater kennenlernst. Das ist mein Paps. Er ist der Tod. Und ich meine das nicht wie in, er ist todernst oder er ist sterbenslangweilig. Nein, er ist der Tod. Derjenige, der sein und Nichtsein auf der Erde kontrolliert. Und die Seelen der Lebenden ins Reich der Toten verfrachtet, wenn sie sterben. Das wäre an sich kein großes Problem. Andere Kinder haben auch Eltern mit grausamen Berufen. Die sind dann Finanzbeamte, Anwälte oder Lehrer. Das Problem ist folgendes. Seit Tagen träume ich von diesem Menschenjungen. Im Traum ruft er nach mir. Ich kenne ihn nicht, aber ich spüre, er ist in Gefahr und braucht meine Hilfe. Allerdings würde mir Paps nie, ich wiederhole, nie erlauben, ins Land der Lebenden zu reisen. Denn so seltsam das auch klingen mag, wenn es um mich geht, macht sich mein Vater bei so gut wie allem in die Kutte. Ich darf keinen Sargball spielen, weil ich mir Splitter einziehen könnte. Ich darf nicht in den verbotenen Wald gehen, weil, Zitat, dort unfassbares Grauen lauert. Und das Land der Lebenden ist natürlich besonders tabu. Das ist ja fantastisch. Versteh mich nicht falsch, normalerweise höre ich auf Paps. Aber diesmal nicht. Diesmal werde ich einen Weg finden zu fliehen. Der Haken an der Sache? Wir hatten gerade einen heftigen Streit, der in vollkommen unberechtigtem Hausarrest für mich endete. Dann hat Paps mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Ich muss also erstmal einen Weg hier rausfinden. Vielleicht beginne ich meine Suche mit dem mysteriösen Päckchen auf dem Fensterbrett. Ich könnte nämlich schwören, dass das vor einer Minute noch nicht da stand. Anleitung, Linksklick, interagieren, Rechtsklick, anschauen, Mausrad hoch, öffnen, Inventar. Hey, das ist ja fantastisch. Prim, eine Demo, da bin ich zufällig drauf gestoßen. Ich weiß nicht, ob das Prim ausgesprochen wird. Und ich bin überrascht, dass die Demo schon deutsche Synchro hat. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich glaube, das ist irgendwie so Kickstarter gerade und soll 2022 rauskommen. Ich werde alles irgendwie in der Infobox und so weiter und so fort. Ich weiß noch gar nicht, wann ich... Vielleicht werde ich das irgendwann mal dazwischen so hochladen. Weil ich habe eigentlich schon recht weit vorproduziert, aus Versehen. Okay. Also ganz... Ich finde die Synchronstimme voll toll. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Nun sieh sich einer meine prachtvolle Glühwürmchensammlung an. Paps hat sie mir zum 13. Todestag geschenkt. Er sagt, sie heißen Hotspots. Was immer das heißt. Warte mal, ich muss mir ganz kurz was gucken. Lautstärke. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur... Ob es jetzt nur, ob das alles ist, oder weil ich finde, sie ist relativ, im Vergleich zu der Hintergrundmusik, ist die Synchronstimme relativ leise. Nun sieh sich einer meine prachtvolle Glühwürmchensammlung an. Paps nee, hat sie mir zum Beispiel. Er sagt, sie heißt. Ist immer noch recht leise, glaube ich. Aber ist okay. Paps lässt mich verschiedene Sprachen üben und nutzt dabei Alltagsgegenstände aus meinem Zimmer. Darf ich vorstellen, Sarno.
Grüner Daumen trotz Daumenschrauben. Ein Bestimmungsbuch toter und untoter Flora für die gemarterte Seele. Ich finde die voll süß! Palle. Baby, alter Junge, ganz ruhig. Wie oft sind wir zwei in den Sonnenuntergang geritten? Ich weiß noch, wie stolz Paps mit dir aus seiner Werkstatt kam. Du warst das tollste Geschenk, das er mir je gemacht hat. Die ist ja voll süß irgendwie. Ich guck, ob ich noch Ektoplasma. Da war ein Geist hier. Anscheinend hat Paps ein Souvenir von der letzten Ernte mitgebracht. Okay. Gerade. Hier mal gucken, hier gibt es auch so viel zu. Oh, es ist voll süß. Ich muss jetzt mit dem Mauszeiger überall hin, weil normalerweise kenne ich das von Point-and-Click-Adventure-Gedöns da, dass du da irgendwo so einen Taster hast, ne, und dir wird alles Anklickbare angezeigt, ne? Aber die habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es die jetzt auch noch gar nicht in der Demo. Andere Mädchen haben begehbare Kleiderschränke. Ich habe ein zweistöckiges begehbares Bücherregal. Yay. Yay. Ah. Warte mal, habe ich das jetzt ein bisschen wieder? Ich mache das mal wieder hoch. So. Okay. Wenn ich mir das jetzt angucke, kann ich mich dann trotzdem noch weiter hier umsehen? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Samuel der Rote. Der beste Sargballspieler aller Zeiten. Ich meine, welche 13-Jährige hat keine Schwäche für Dämonen in Shorts? Warte mal. Ich habe jetzt einfach... Ah ja. Da ist so ein klebriger, süßlich riechender Schleim, der den Boden des Glases bedeckt. Wurde bestimmt dazu genutzt, die Glühwürmchen anzulocken. Ich muss gerade nichts über Pflanzen nachschlagen. Okay. Möchtest du ein bisschen Pferdchen reiten? Ich bin doch kein Baby mehr, das auf seinem Schaukelpferd reitet. Entschuldigung. Außerdem passe ich nicht mehr in den Sattel. Oh. Nicht, dass ich das versucht hätte. Ach, Ärmchen. Ohne dich bliebe mein juckender Rücken sträflichst ungekratzt. Gutes Personal ist so schwer zu finden. Da wird mir gleich ganz arm ums Herz. So, Tagebuch. Mein Tagebuch. Ich habe jetzt keine Zeit darin zu lesen. Okay. Aber ich werde später über meine Heldentaten schreiben. Alles klar. So. Und was jetzt? Vampyrex. Laut Paps das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Okay, let's go. Auf dem Etikett wird gewarnt, kann zu einer Reizung der Augen führen. Ah, okay, gut. Mysteriöses Paket. Wie in Hades Namen ist das denn hier hingekommen? Oh mein, was bist du denn? Hallo? Was bist du denn für einer? Ah! Dann der Kleine. Warte mal, dich krieg ich schon noch. Hi! zu doof? Ich komme immer noch nicht dran. Warte mal, ich glaube, hier könnten... Geht hier Inventar? Nein? Ach so, das ist so eine Tapete! Warte mal. Ah, da ist das Inventar. Ah, oh, wundervoll. Mit dem Arm werde ich dem kleinen Kerl nur wehtun. Vielleicht kann ich ja die Spinnwebe zertrennen, an der er hängt. Hierfür bräuchte ich aber etwas Scharfes. Scharfes? Super. Der Arm
Arm ist perfekt als Verlängerung für die Taschensense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann. Gute Idee, aber der kleine Kerl flieht schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Wenn ich ihn doch nur irgendwie ablenken könnte. Oh, die Synchronstimme ist wundervoll. Hätten wir was zum Ablenken, Vampir? Ach, das war Knoblauch, ne? Was war das? Ich würde euch ja liebend gern befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Ach, hätte ich doch nur nicht so schwitzige Hände. Ich würde ja Paps um Hilfe bitten, aber ich denke, dafür ist es nicht ganz der richtige Moment. Ärmchen, jetzt bist du gefragt. Hey, das hat geklappt! Ja! Fliegt, meine kleinen Hotspots. Ihr seid frei. Oh. Die bleiben ja hier. Natürlich, sie wollen bei ihrer Retterin bleiben. Zusammen werden wir noch das eine oder andere Abenteuer erleben. Okay. Ab jetzt kannst du die Leertaste drücken, um dir Hotspots anzeigen zu lassen. Was? Was? Das ist das. Das ist, glaube ich, das, was ich. Ja, das ist das, was ich meinte. Okay. Ein Familienbild von Paps, mir und Tante Keres. Seltsam. Das Bild wurde vor Jahren gemacht, aber ich bin seitdem nicht ein Stück gewachsen. Woran das wohl liegt? Ich will das nicht mit mir herumtragen. Dafür ist es zu groß. Und zu hässlich. Auch ich find's voll schön. Das, was ich erkennen kann. So. Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir das auch später fürs Äuglein verwenden. Hallo! Gute Idee, aber der kleine Kerl flieht schnell zur Decke, sobald ich näher komme. Vielleicht gibt es einen Ort in diesem Zimmer, von dem aus er mich nicht kommen sieht. Von dem aus er dich nicht kommen sieht. Sie rührt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanft dahin gleiten sollte, vollkommen verrostet. Na, sieh mal einer an. Können wir da Ektoplasma nehmen? Oh. Äußerst ölig. So. Ich finde dich voll süß. Sollte es gehen. Ich finde dich voll süß. Achso, ja. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Wow. Wow. Das nenne ich effektiv geölt. Ja. Aha. Also, ich habe irgendwie auf der Kickstarter, ich habe irgendwie gesehen, ein Ziel wurde erreicht und deswegen ist deutsche Synchro verfügbar und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass es schon eine Demo ist. Das finde ich voll toll irgendwie. Okay. Können wir jetzt von hier? Keine schlechte Idee, aber ich komme nicht dran. Oh, Spidey, oh, Spidey. Oh, Augen-Spidey. Keine schlechte... Nee, warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung, das war irgendwie... Ja. Ich komme nicht dran. Warum habe ich das jetzt getan? Warum habe ich... Okay. Ich komme nicht dran. Geh wieder runter, geh wieder runter. Du bist da oben nutzlos. Also irgendwie. Ich habe schon vor Jahren damit aufgehört, mir Decken über den Kopf zu ziehen und Geist zu spielen. Die echten Toten sind bei solchen Sachen ziemlich empfindlich. Du Dummkopf, du sollst auf
aus Bett steigen. Jetzt ist es auf. Geht's dann runter? Oh, Tatsache. Ach, hoffentlich tut ihm das nicht weh. Oh! Die Synchronstimme kommt mir bekannt vor. Oh! Entschuldigung! Ja! Hi! Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Hey, hier geblieben. Bleib hier. Und wieder ist er weg. Kann ich dich damit fangen? Hey! Dann habe ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig macht. Ich muss gerade nichts. Ich muss gerade. Wir haben hier ein Loch. Wir haben hier einen Riss. Dieser Riss in der Wand führt direkt in Paps Studierzimmer. Kannst du durchgucken? Er ist viel zu klein. Für mich. Ja. Aber du hättest ja auch einfach nur durchgucken können. Der geht doch jetzt wieder da runter. Immer wenn ich ihn mir schnappen will, verschwindet er und taucht woanders im Regal wieder auf. Wie in Hades Namen macht er das? Vielleicht kann ich ihm irgendwie eine Falle stellen. Aber wie? Warum sollte ich das? Geh weg. So. Wenn ich das Glas in die Lücke stelle, wird mein kleiner Spinnenfreund vielleicht in der klebrigen Masse stecken bleiben. Ja! Und runter mit dir. Hi! Hey, das hat geklappt! Haha! Wer macht sich jetzt über wen lustig, hä? Und drauf mit dem Deckel. Hab ich dich. Gewonnen. Oh! Bitte wein doch nicht. Hey, ich hab ne Idee. Ich lass dich raus aus dem Glas und du bleibst in meiner Tasche. Okay. Deal. Na dann. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Oh! Ist voll süß. Ist voll süß. So, Spinnenauge. Okay, kleiner Freund. Ich habe einen Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss dort quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Paps Studierzimmer bringen? Klasse. Irgendwie bist du ganz süß. Viel Erfolg. Es ist total... Ich hab lieber ein Auge auf... das Auge. Ah. Ja, hallo? Ja, hallo? Okay. Was ist denn das hier? Oh! Hat er nicht gemacht. Das macht... Nein. Oh, ist das süß. Nein, ist das süß. Oh Gott, ist das süß! Bitte nochmal! Ist das süß?
Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Ist das ein... Aua! Arschloch! Ist das so ein Babygittergedöns? Pfeife. Was hätte ich machen sollen? Oh, das sind die Schlüssel. Versteck dich. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Mit der Tür. Hey, wo willst du hin? Vergiss nicht, du sollst mir den Schlüssel für meine Zimmertür bringen und nicht einfach ohne mich abhauen. Okay, Entschuldigung. Aber wie mache ich das denn jetzt? Hä? Ich bin aber böse. Ich weiß ehrlich nicht, was ich tun soll. Oh, ich habe hier Sachen aufgesammelt. Oh, das Spiel hängt. Es hat sich aufgehangen! Nein! Nein! Hat sich aufgehangen. Moment. Pap, pap. Okay. So. Also, ich muss das jetzt gerade am Anfang nochmal machen. Aber ich habe jetzt auch kurz, bevor ich das Auge durchs Riss getan habe, habe ich das auch mal kurz gespeichert. Das ist ein bisschen blöd. Man muss speichern und dann Hauptmenü. Aber naja, es ist ja noch nur eine Demo. Aber jetzt weiß ich, ich habe da ja was aufgesammelt. Das ist so süß. Hä?
Ja, so, so dämlich. Ich, so süß. Und? Oh. Yeah, das groovt, oder? So. Schnell, versteck dich! Hier ist die Pfeife. Das weiß ich auch endlich. Meinen Vater nicht so einfach unter Drogen setzen. Ich meine, wir wissen doch nicht mal, was für eine Wirkung diese Pflanzen haben. Und Papst hat Allergien. Ernsthaft, ich sag nicht, lass uns nichts Dummes anstellen, aber lass uns vorher herausfinden, wie dumm es ist. Okay. Das gebe ich zu, das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Hey, wo willst du hin? Vergiss nicht, du sollst mir den Schlüssel für meine Zimmertür bringen und nicht einfach ohne mich abhauen. Warte, geh mal wieder hier durch. Wir haben ja dieses Blumenbuch. Dankeschön. So, wie finde ich jetzt heraus, was das für Pflanzen sind? Ja, hiermit. Haha. Mal sehen, ob wir meine zwei neuen Pflanzenfreunde hier drin finden. Ein magischer Bestimmungsschlüssel. Na, der kommt mir gelegen. Warte mal, wir haben hier einmal so etwas, was aussieht wie so eine Karotte. Und einmal irgendwie so ein Ding. Warte mal. Ich würde sagen, kreisförmig? Ja. Ja! Hast du Dornen? Oh. Gezackt. Die ist es. Genauso sieht die Pflanze aus Paps Studierzimmer aus. Ja. Acheronsche Sumpftrompete. Berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher von den Flussgeistern oft als Partydroge verwendet. Okay. Weiß. Nein. Ja. Gerade, ja. Und das ist die zweite, Weiße Witwe, auch bekannt als Hypnos-Umarmung, bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Ja! Das ist aber so leicht, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Na toll. Okay. Okay. Können wir im Tagebuch irgendwas machen? Ich habe jetzt keine Zeit darin zu lesen, aber ich werde später über meine Heldentat. Ja, okay. Dann habe ich einen Plan, oder? Habe ich einen Plan? Das ist mehr so Party. Das ist eher einschläfernd, würde ich behaupten. So. Ja. So, Pfeife. Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Okay. Das hat überhaupt nichts bewirkt. Ich frag mich, warum.
Weil er vielleicht müde ist? Weil er nicht müde ist? Warte mal. Das hier ist ein bisschen blöd, aber ich speichere mal ganz kurz. Bevor das jetzt wieder abstürzt, also hängen bleibt. Nicht abstürzt, sondern hängen bleibt. Ja. So. Ta-ta-ta. Okay. Vielleicht müssen wir ihn auspowern. Dass er dann müde wird. Verstehst? Bestenfalls tanzt er dann rum. Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Ja. Und dann bringen wir ihn zum Schlafen. Er muss sich einfach erstmal nur auspowern. Ja? Ja! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Was? Ja. Ich kam unerwartet. Ja! So. Das war jetzt fantastisch. So. Vor allem das mit dem Volu. So. Und jetzt? Hat er sich ausgepowert? Aber tu nur gerade genug für einen Zug rein. Ich will nicht riskieren, Paps eine Überdosis zu verpassen. Ja, ja, verstehe schon. Süße Träume. Ja. Oh, schon süß. Mein Zimmerschlüssel. Endlich. Nichts wie raus hier. Ja. Oh, ist das fantastisch. Was machst du da? Du kannst doch nicht... Was? Ganz toll. Wow, das fühlt sich verrückt an. Warte, was passiert hier? Alles löst sich auf. Mir wird ganz komisch. Hi, my name is Jonas. Hi. I'm from Germany and I make adventure games. Okay, let's give this another try. At the moment, I'm working on Prim, a drop-dead charming, creepy but cute point-and-click adventure game. Whoa. Too long for you? No problem. Let me put it this way. Imagine Monkey Island. But Tim Burton made the art and Terry Pratchett wrote the story, inspired by Greek mythology. That's basically what it feels like to play Prim. Oh, and it's in black and white. Wow! You play as Prim, Death's daughter, who receives a call for help from a human boy. Unfortunately, her father would never allow her to travel to the land of the living. So Prim tricks her dad
But when she finally reaches Earth, it turns out to be just as dangerous as her father told her it would be. What kind of beastie are you? At its core, Prim is a pretty traditional point-and-click adventure game, but with modern perks such as HD graphics, a one-click interface, and an optional hotspot display. And hey, we got a cute little spider eye that is Prim's sidekick. Just great. You can already play our demo, which is, by the way, fully voiced in English. I'm not a baby. I'm much too old for rocking horses. And German. Wenn du mich fragst, klingen alle diese Sprachen, als wären sie komplett ausgedacht. The final game will have a playtime of about 6 to 8 hours. We're confident that we'll be able to release it in 2022. That all sounds pretty ambitious, right? Yes! Well, here's where you guys come in. My team and I, we need your help to make Prim look, move, and sound. I can't let it climb out of the window. It's much too high. As good as possible. And of course, you get something in return. Apart from the game itself, the backer rewards include a digital art book and the game soundtrack. And we also have some pretty cool physical rewards, like our cute little Prim doll. Why do I have the feeling that it's really making cool. fun of me? Or the big box version of the game that comes in a handmade wooden coffin. So why are you still watching this video? Let's make this game happen together. Okay, I trust you. Don't make me regret it. Ich mag das Spiel. Hä? Hä? Die Demo war sehr kurz und mal ein bisschen leiser machen. Die Demo war sehr kurz und hat jetzt irgendwie nicht sau viel ausgesagt oder sau viel Action in der Demo. Okay. Aber es war lustig, es war süß und ich habe mich schockverliebt in die kleine Augenspinne. ja, das war schön. Ich freue mich auf das Spiel. Ich will es definitiv spielen, auf jeden Fall. Das war es jetzt auch hier. Und, ja. Tschüss.